Herzlich willkommen zur Trinkpause mit Naturparkquelle. Wir beantworten heute wieder eure Fragen. Los geht's. Die Junia fragt, wann habt ihr mit dem Fußballspielen angefangen? Boah, ich habe mit 4 Jahren angefangen Fußball zu spielen, bin dann schon mit 5 oder 6 zu meinem ersten Verein gewechselt. Bei mir kann ich dasselbe sagen, ich habe auch mit 4, 5 Jahren beim TV Untertürkheim angefangen. Wie sieht ein trainingsfreier Tag bei euch aus? Ich verbringe sehr viel Zeit mit meinem Hund, gehe gerne Kaffee trinken und auch gerne was essen. Bei mir mache ich etwas mehr mit meiner Familie. Wir gehen mal auch abends essen und genießen den Abend. Henry fragt, Chris, welches ist dein Lieblingstor dieser Saison? Auf jeden Fall das Tor gegen Freiburg, mit Abstand. Marco fragt, wie läuft die Halbzeitpause in der Kabine genau ab? Erstmal kurz runterkommen, was trinken, vielleicht einen kleinen Snack essen und dann die Anweisungen vom Trainer wahrnehmen und hoffentlich in der zweiten Halbzeit besser machen und umsetzen. Luca fragt, Thomas, wie findest du die Fans bei dem Heimspielen? Ja, die Fans im Heimspiel sind einfach unglaublich, wie sie uns unterstützen bis zur letzten Minute, weil sie auch dran glauben, dass wir dann noch den entscheidenden Treffer machen können. Und wir werden weiterhin versuchen, das zu verwirklichen. Leo fragt, wie war es für dich, das erste Mal in einem Bundesligaspiel aufzulaufen? Ja, ich erinnere mich noch, das erste Mal war gegen Frankfurt vor 50.000 Zuschauern. Ja, dasselbe war einfach ein unglaubliches Gefühl, die Atmosphäre war einfach toll. Frage an uns beide. Nina fragt, werdet ihr oft erkannt, wenn ihr unterwegs seid? Also bei mir eher noch nicht so viel. Ich glaube, beim Chris ist es etwas anders. Ja, eigentlich schon, weil ich auch relativ oft in der Stadt unterwegs bin. Und ja, da trifft man schon den einen oder anderen Fan. Der Luis fragt, hattet ihr Druck von eurer Familie, Fußballprofi zu werden? Also das eher gar nicht, weil das war meine Entscheidung. Und seit der U9, bei der ich beim VfB spiele, versuche ich Jahr für Jahr, mich weiter durchzusetzen. Nee, bei mir auch nicht. Ich glaube, den Druck habe ich mir höchstens selber gemacht, Fußballprofi zu werden. Fragen dann beide wieder. Die Leonie fragt, wer sind eure schwäbischen Lieblingsgerichte? Ich habe keine? Keins davon. Ne. Ja gut, also die klassischen Maultaschen sind natürlich sehr lecker. Und Moischi würde sagen Spätzle. Da stimme ich auch zu. Nee, Moischi würde sagen Maultaschen. Das sagt er jeden Tag. So, die Leni fragt, was ist euer Lieblingsbrettspiel/Kartenspiel? Boah, da habe ich eine Menge. Hier spielen wir sehr gerne Wizard. Brettspiele, Schach spiele ich gerne, Dame, alles Mögliche eigentlich. Ja, also bei mir Monopoly feiere ich gerne. Wir spielen letztens auch Darts. Ist jetzt kein Brettspiel oder Kartenspiel, aber ja, damit unterhalten wir uns in unserer Freizeit. Die Emma fragt, was gefällt euch in Stuttgart am besten? Boah, mir gefällt natürlich in erster Linie der Verein, die Fans, die Stadt. Ich fühle mich hier sehr wohl und es gibt vieles, was mir gefällt hier. Ja gut, wenn ich hinzufügen kann, die Mercedes-Benz Arena. Der Nico fragt, in welchen anderen Stadion spielst du auch gerne außer in Stuttgart? Boah, da waren diese Saison viele. Was mich sehr geflasht hat, war das Spiel in Schalke von den Fans in der Kulisse. Ja, natürlich Signal Iduna Park, aber da gibt es in der Bundesliga viele Stadien, wo ich sehr gerne spiele. Aber am liebsten in der Mercedes-Benz Arena. Niki fragt, was war dein bestes Erlebnis mit dem VfB Stuttgart? Auf jeden Fall der Klassenerhalt. Letztes Jahr das letzte Spiel und das letzte Tor mit Abstand. Sarah und Noah fragen, was ist das Beste am VfB Stuttgart? Ja, das Beste am VfB Stuttgart ist einfach, dass es ein sehr großer Club ist mit großer Historie. Und dass wir einfach Woche für Woche unfassbare Fans im Heimstadion bekommen. Und es macht einfach Spaß. Zu spielen und ja. Der Pablo fragt, was machst du nach dem Training bzw. nach dem Spiel? Nach dem Training und nach dem Spiel tue ich mich erstmal regenerieren, bevor ich dann irgendwelche andere Pläne ausmache, was ich dann in meiner Freizeit machen will. Milian fragt, lieber Freistoßtor oder lieber Elfmetertor? Beides, aber ich glaube, Elfmetertor fällt mir ein bisschen einfacher. Sabine fragt, Chris, bleiben wir erstklassig? Ja, auf jeden Fall. Fragen an Thomas. Jim fragt, wer war dein Idol in der Kindheit? In der Kindheit war mein Idol eher Cristiano Ronaldo, weil es einer der größeren Namen ist. Mittlerweile ist es aber Robert Lewandowski. Marie fragt, darfst du deine Trikots immer verschenken? Ja, das darf ich. Und gerne, wenn ihr eins möchtet, könnt ihr uns natürlich immer fragen. Fragen an Fritzle. Bin ich Linksfuß oder Rechtsfuß?
Richtig. So, meine Frage an Fritzle, wo bin ich geboren? Hier, in Stuttgart, Bad Cannstatt. Sehr gut.